Ganz herzlichen Dank an die Streetles für diesen tollen, tollen Auftritt hier bei uns in Bonn. Und nochmal einen Riesenapplaus, dass ihr extra auch so kurzfristig gekommen seid und uns schon so einen super, super, super Einstieg in den Abend ermöglicht habt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir machen jetzt eine kurze Umbaupause und in ungefähr 5 Minuten legen wir hier los. Annalena Baerbock, unsere Bundesvorsitzende und ich. Und wer mag, kann sich auch gerne noch, hier hinten gibt es auch noch freie Kartons, ein bisschen verteilen, wäre, glaube ich, für uns und unsere Atmosphäre jetzt gleich bei der Town Hall ganz schön. Gleich geht's weiter.
Vielen Dank, liebe Bonnerinnen, liebe Bonner. Ich freue mich sehr, dass so viele von Ihnen, von euch wieder den Weg zu uns gefunden haben, zu unserer dritten Town Hall ohne Hall unter freiem Himmel. Und heute Abend ist es tatsächlich auch schon ganz dunkel. Trotzdem so viele von Ihnen hier, von euch da. Das freut mich sehr immens. Und dass ich heute hier stehe, zeigt, dass wir schon ein ganz, ganz wichtigen Etappenziel in dieser Kommunalwahl erreicht haben. Am Sonntag vor einer Woche wurde der Stadtrat gewählt und wir haben hier in Bonn zum ersten Mal als Grüne die CDU als stärkste Fraktion im Stadtrat ablösen können. Das ist seit Gründung der Bundesrepublik ist das erste Mal, dass eine andere Farbe die Mehrheit im Stadtrat bildet und das ist Bündnis 90 Die Grünen und das ist einfach ein großartiger Erfolg für uns Grüne und ein großer Auftrag für die nächsten Jahre, die Politik in dieser Stadt zu gestalten. Und wir haben einen weiteren Meilenstein geschafft. Auch zum ersten Mal in dieser Stadt ist eine grüne Kandidatin, bin ich, in die Stichwahl für das Amt der Oberbürgermeisterin eingezogen. Und ich rechne mir sehr gute Chancen aus, am kommenden Sonntag zur ersten grünen Oberbürgermeisterin Bonns gewählt zu werden. Und da legen wir jetzt noch eine Schippe drauf und machen die nächsten Tage noch mal richtig mobil. Bonn braucht den Wechsel. Am 13. habe ich am Wahlabend gedacht, Bonn braucht nicht nur den Wechsel, Bonn will auch den Wechsel und deshalb werden wir gemeinsam den Wechsel hier in Bonn auch wahrmachen mit der stärksten grünen Fraktion im Stadtrat und mit mir als grüner Oberbürgermeisterin Hand in Hand. Und ich freue mich sehr, dass ich breite Unterstützung erfahre und eben insbesondere, dass die SPD hier in Bonn und auch die Linken hier in Bonn explizit zu meiner Wahl aufgerufen haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir bündeln unsere Kräfte für die Themen, die in dieser Stadt auf der Hand liegen und die uns gemeinsam wichtig sind und die wir in den nächsten Jahren dann anpacken wollen. Und mein Eindruck ist, dass die Themen, für die wir stehen, für die insbesondere wir Grünen stehen, der Klimaschutz, die Verkehrswende und natürlich auch der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, Themen sind, die in der Breite der Gesellschaft, in der Breite der Stadtgesellschaft in Bonn angekommen sind. Und damit erkläre ich mir auch den großen Zuspruch, nicht nur beim Wahlergebnis am 13.09., sondern auch den Zuspruch, den ich jetzt persönlich erfahre, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Ich muss sagen, es macht zum jetzigen Zeitpunkt extrem großen Spaß, Oberbürgermeisterkandidatin zu sein, angesichts des tollen Feedbacks, das ich zurzeit bekomme. Aber natürlich will ich nicht einfach Oberbürgermeisterin sein, um im Stadthaus zu sitzen. So schön ist das Stadthaus nun auch nicht. Ja, wir wollen natürlich, ich möchte natürlich in den nächsten Jahren für diese Stadt richtig was bewegen. Bonn braucht den Wechsel und dann denke ich natürlich insbesondere an den Klimaschutz in dieser Stadt. Es muss Schluss damit sein, dass große Reden geschwungen werden. Natürlich kann man zur UN fahren, man soll auch zur UN fahren und sich da zum Klimaschutz bekennen, aber es ist eben zentral, dann auch wirklich konkrete, gute und effektive Maßnahmen in der eigenen Stadt umzusetzen. Das will ich tun. Ich habe einen konkreten Vorschlag gemacht mit meinem Klimainvestitionspaket 40 Millionen Euro mindestens jährlich in den Klimaschutz investieren. Ich finde, gerade in der derzeitigen Situation schlagen wir damit zwei Fliegen mit einer Klappe, Investitionen in den Klimaschutz, aber eben auch Aufträge fürs lokale Handwerk, Aufträge für kleine und mittelständige Unternehmen in unserer Stadt. Viele von denen sind sehr gebeutelt angesichts der Corona-Situation. Aufträge brechen weg und deshalb halte ich ein solches Investitionsprogramm auch auf der kommunalen Ebene für die richtige Antwort in der derzeitigen Situation. Applaus
Mein zweiter Punkt, den ich auch sofort angehen möchte, ist das Thema Photovoltaik. Macht mich ehrlich gesagt fassungslos, dass in der Stadt, in der das UN-Klimasekretariat angesiedelt ist, gerade mal 2,2% der Dächer genutzt werden für Photovoltaik. Damit sind wir abgeschlagen im Vergleich der NRW-Kommunen, Platz 253 von ungefähr 280 Kommunen. Das kann uns natürlich nicht zufriedenstellen. Vielmehr, wir brauchen eine richtige Offensive für Solar auf den Dächern in Bonn. Und das will ich nach dem 27.09. unmittelbar angehen. Und klar ist auch, auf der kommunalen Ebene ist die Verkehrswende der zentrale Hebel, um Klimaschutz zu betreiben. Und ja, es ist völlig klar, wir müssen weg von einer autoorientierten Verkehrspolitik. Wir sagen, wir wollen eine autofreie Innenstadt. Wenn ich das vor 5 Jahren gesagt hätte, hätten die Bonnerinnen und Bonner gesagt, total abwegig. Und heute, wenn ich das vorstelle und wenn ich darüber diskutiere, dann sagen sehr, sehr viele Leute in der Breite der Stadtgesellschaft, ja, aber wie wollt ihr das machen? Und das ist ein Quantensprung und ich finde, damit kann man unheimlich gut arbeiten in den nächsten Jahren. Wir wollen nicht, ich will nicht im Stadthaus sitzen und irgendeinen Knopf umlegen, sondern ich will mit den Anwohnerinnen und Anwohnern in den einzelnen Stadtteilen, mit dem Einzelhandel gemeinsam Konzept entwickeln, wie wir die Autos aus der Innenstadt möglichst breit rausbekommen und das möchte ich in den nächsten Jahren gemeinsam mit den Bonnerinnen und Bonnern angehen. Und wenn wir sagen weniger Auto, dann muss das natürlich heißen mehr Alternativen. Radverkehr, ganz klar. Ja, wir brauchen endlich gute und sichere Radwege. Ich bin sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und ich weiß, wie gefährlich es an vielen Stellen ist, wie problematisch auch einfach die Struktur der Radwege ist, wie holperig viele Radwege sind. Ich weiß, dass insbesondere Kinder große Schwierigkeiten haben. Eltern wollten ihre Kinder nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen, weil sie das für zu gefährlich erachten. Ich finde, das darf so nicht bleiben. Deshalb eine ganz klare Priorität für Investitionen in sichere Radwege, in Radwege, in ein Radwegsystem, das einmal durch die ganze Stadt führt, sodass man eben wirklich ganz schnell auch mit dem Fahrrad von der einen in die andere Ecke der Stadt kommen kann, ohne sich Sorgen um die eigene Gesundheit zu machen. Wir brauchen mehr Investitionen in den ÖPNV. Die Bahnen müssen kommen, die müssen pünktlich kommen, die müssen auch häufiger kommen. Und wir brauchen, das ist auch ganz klar, günstigere Tickets. Wir haben in Bonn die teuersten Tickets landesweit. Auch das ist natürlich kein Zustand. Wenn man die Verkehrswende will, dann müssen wir in den ÖPNV investieren als eine gute und attraktive Alternative auch zum Auto. Und all diese Herausforderungen werden wir nur meistern können, davon bin ich fest überzeugt, wenn wir in dieser Stadt zusammenarbeiten. Der Zusammenhalt in unserer Stadt ist mir ganz besonders wichtig und da will ich 2 Themen besonders hervorheben. Das eine ist die Kinderarmut in dieser Stadt. Auch in einer Stadt wie Bonn sind rund 20% der Kinder arm oder von Armut bedroht. Ich finde das völlig inakzeptabel und ich finde, wir müssen alles tun, was auf kommunaler Ebene möglich ist, ja, um Kinderarmut zu bekämpfen. Das ist eine Frage von Investitionen in die Kitas und in die Schulen, um mehr Chancengleichheit für Kinder zu bewirken. Das ist aber auch eine Frage von materieller Absicherung. Ich habe mich im Deutschen Bundestag sehr eingesetzt für die Kindergrundsicherung. Auch dafür werde ich mich weiter einsetzen, aber für eine Kindergrundsicherung kann man auch auf kommunaler Ebene viel tun. Beispielsweise Leistungen, die Eltern und Kindern zustehen, nicht auf Antrag auszuzahlen, sondern automatisch auszuzahlen und damit eben insbesondere gegen verdeckte Kinder- und Familienarmut vorzugehen. Da gibt es gute Modellvorhaben, an denen sich andere Städte beteiligen und ich möchte, dass Bonn sich auch an sowas beteiligt. Das sind wir den armen Kindern, das sind wir den Kindern, die wenig Chancen in unserer Stadt haben, schuldig und deshalb möchte ich einen Pakt gegen Kinderarmut in Bonn auf den Weg bringen. Die zweite große soziale Frage in unserer Stadt, das ist natürlich der bezahlbare Wohnraum.
Auch als Bundestagsabgeordnete erlebe ich das in den letzten Jahren. Familien, aber auch Menschen mit kleinen Einkommen, Rentnerinnen, Studierende finden kaum noch Wohnraum, insbesondere im innerstädtischen Bereich. Und das darf natürlich auch nicht so bleiben. Wir haben als grüne Ratsfraktion in den letzten Jahren hart dafür gestritten, für das Bonner Baulandmodell eine 40%-Quote öffentlich geförderter Wohnraum, wenn gebaut wird. Das ist eine super Grundlage für die nächsten Jahre, aber das reicht eben noch nicht. Wir brauchen eine Stadtentwicklungsgesellschaft, die ist schon beschlossen worden, aber vom amtierenden Oberbürgermeister nicht umgesetzt worden. Die brauchen wir aber, um als Stadt auch aktiv und noch aktiver werden zu können, um auch beispielsweise soziale und ökologische Standards eher den Investitionen auch vorschreiben zu können. Also ganz klar mehr öffentlich geförderter Wohnraum in den nächsten Jahren. Und man lernt ja immer dazu. Ich habe gerade in den letzten Tagen eine digitale Reise gemacht durch kleinere und größere deutsche und europäische Städte und habe mich digital unterhalten mit erfolgreichen Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeistern anderer Städte, unter anderem mit dem Oberbürgermeister von Göttingen. Und mit dem habe ich über bezahlbaren Wohnraum gesprochen. Und Herr Köhler aus Göttingen hat ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum gegründet, schon 2015. Und als er mir geschildert hat, wie sie das auf den Weg gebracht haben und welche Erfolge sie mit diesem Bündnis erzielt haben, habe ich gedacht, schade, dass ich das noch nicht in mein OB-Programm aufgenommen hatte, dass ich das nicht vorher wusste. Jetzt würde ich sagen, wir sollten in Bonn auch ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum auf den Weg bringen und das möchte ich tun. Was mir sehr am Herzen liegt, ist eine humanitäre Flüchtlingspolitik in dieser Stadt. Ich finde es dramatisch, dass gerade 2 Tage vor dem Brand in Moria der Stadtrat mit den Stimmen von CDU, FDP, Bürgerbund und AfB einen Antrag abgelehnt hat von Linken und SPD, dem die Grünen natürlich zugestimmt haben, 200 Geflüchtete in Bonn aufzunehmen. Wir sind als Stadt sicherer Hafen. Der Stadtrat hat beschlossen, der Potsdamer Erklärung beizutreten. Das beinhaltet für mich ganz klar die Verpflichtung, sich auch an solchen Maßnahmen zu beteiligen. Ich fand es wirklich ein Armutszeugnis, ich sage das so konkret, ja, dass Städte wie Düsseldorf und Köln sich jetzt nochmal an Angela Merkel und an Horst Seehofer gewandt haben und gesagt haben, ja, wir haben Platz, wir möchten Menschen aus Moria aufnehmen und diese Stadt, vertreten durch den amtierenden Oberbürgermeister, hat sich an dieser Aktion, obwohl wir sicherer Hafen sind, nicht beteiligt. Ich finde, das geht gar nicht. Das ist auch kein adäquater Umgang mit einem Ratsbeschluss, mit einem demokratisch gefassten Beschluss. Aber es ist eben auch keine humanitäre Politik für Geflüchtete. Und das muss in dieser Stadt ein Ende haben. Deshalb sage ich auch ganz klar, als Oberbürgermeisterin werde ich mich natürlich daran beteiligen, Druck auf die Bundesregierung auszuüben, dass Geflüchtete auch nach Bonn kommen können, dass sie in die Bundesrepublik kommen können. Und wir haben Platz und wir werden diesen Platz für die Menschen, die aus ihrer Heimat haben fliehen müssen, auch hier bei uns machen. Bonn braucht den Wechsel. Ich glaube, ich habe noch mal ein paar Punkte benannt, ja, an welcher Stelle dieser Wechsel wirklich auch einen Unterschied machen würde, was die politischen Inhalte angeht. Und um den Wechsel perfekt zu machen, möchten wir am Sonntag eine grüne Oberbürgermeisterin sehen. Ich freue mich auf Ihre Fragen gleich und auf die Diskussion, die wir hoffentlich gleich eingehen. Aber zunächst freue ich mich ganz besonders, dass ich Sie jetzt nochmal hier begrüßen darf. Und ich glaube, sie freut sich auch, hat sie mir jedenfalls gesagt, dass wir diese erste Etappe schon so bravourös gemeistert haben. Sie ist wieder da, Annalena Baerbock, unsere Bundesvorsitzende. Super, Annalena, dass du nochmal zu uns nach Bonn kommst. The floor is yours. Ja,
Ja, hallo und schönen guten Abend und was für ein schöner Abend, also wenn man von da hinten hierher gekommen ist mit dieser wunderbaren Musik, da möchte man ja gleich in Bonn bleiben und natürlich habe ich mich gefreut, ich habe letzte Woche hier auch gesagt, Katja, wenn du es in die Stichwahl schaffst, dann komme ich auf jeden Fall nochmal und natürlich, was Katja anpackt, das gelingt dann auch, also stehe ich heute wieder hier, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil mit Katja Dörner als Oberbürgermeisterin von Bonn hat Bonn eine wahnsinnig großartige Oberbürgermeisterin. Wir haben aber einen wahnsinnig großen Verlust dann in der Bundestagsfraktion. Die soziale Stimme, die Frau, die für Gerechtigkeit steht. Wir werden dich vermissen, aber ich gönne es Ihnen hier in Bonn, so eine grandiose Frau dann zur Oberbürgermeisterin zu wählen. Und warum ist so eine Wahl für uns wichtig? Als Grüne, ich glaube auch als Gesellschaft. Zum einen stehen wir ja 12 Monate vor einer Bundestagswahl und was eine alte Bundeshauptstadt kann, könnte dann ein Jahr später auch eine neuere Bundeshauptstadt die Spitze grün machen, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Diese Wahl ist für uns wichtig und zentral, weil sie eigentlich das verkörpert, wofür wir Grünen vor 40 Jahren gegründet wurden. Global denken, lokal handeln. Wo kann man das besser als hier in Bonn? Global denken über die Vereinten Nationen. Und Katja hat es angesprochen, aber zu zeigen, dass global denken nicht heißt, irgendwelche Visionen zu haben, sondern das bedeutet, ich pack's an. Wir packen es an, direkt hier vor Ort. Denn 1000 kleine Menschen können an 1000 kleinen Orten das Gesicht dieser Welt verändern. Und hier am Sitz der Vereinten Nationen für Klimaschutz kann das Bonn am Sonntag zeigen. Und wie sehr das drängt und wie sehr wir alle Städte dieser Welt, alle Städte Deutschlands, alle Bürgerinnen und Bürger handeln müssen, das haben wir jetzt auf dramatische Art und Weise jeden Sommer erlebt. Wir erleben das gerade in den USA, wo man immer denkt, man schaut irgendwelche Hollywood-Filme vom Untergang. Nein, das ist unsere Realität. Und deswegen können wir auch nicht mehr länger warten und deswegen ist auch super, dass morgen hier auch in Bonn die Klimademo wieder mit am Start ist, denn die Zeit für Reden, die ist vorbei. Es beginnt die Zeit der Taten und die beginnt hier in Bonn. Und Klimaschutz funktioniert aber nur, wenn er sozial gerecht gedacht ist. Und deswegen passt das mit Katja Dörner hier auch für Bonn so gut. Weil es ist nicht die Frage, wollen wir Klimaschutz auf der einen Seite und soziale Gerechtigkeit auf der anderen Seite? Nein, Klimaschutz ist soziale Gerechtigkeit. Wer wohnt an den lautesten Straßen? Wer wohnt an den Straßen mit der dreckigsten Luft? Bei wem sind die Wohnungen im Plattenbau im Sommer nicht genug saniert, dass man nachts nicht mehr schlafen kann? Dass ältere Frauen, und das passiert jeden Sommer, dass Menschen zu einem kommen und sagen, Frau Baerbock, ich habe schon 3 Tage hintereinander nicht schlafen können. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Das ist eine zutiefst soziale Frage. Und die müssen wir mit einem klaren Bekenntnis zu Klimaschutz beantworten. Und dass, wenn wir nicht handeln, sich diese soziale Spaltung fortsetzt, auch das haben Sie hier in NRW, da war ich eher zufällig gerade, auch hier vor ein paar Wochen, als es Meldungen gab, dass Freibäder geschlossen werden, weil das Wasser nicht mehr reicht. Wenn wir in Situationen kommen, wo auf der einen Seite öffentliche Orte, wo Kinder schwimmen lernen, wo Schulklassen ihren Ausflug hinmachen können, wegen Wassermangel geschlossen werden und auf der anderen Seite der Bau von Swimmingpools plötzlich in Rekordhöhen schnellt, zeigt das, was passiert, wenn allgemeine Güter, Wasser, auch bei uns knapp werden. Dann driftet eine Gesellschaft auseinander. Und das ist eine Frage, die ist hochpolitisch. Und Corona hat uns, glaube ich, allen, also mir ging es jedenfalls so, gezeigt, wie wichtig Solidarität für Gesellschaften ist, dass man Momenten, wo es wirklich auf jeden Einzelnen drauf ankommt, zusammensteht, dass Pflegekräfte im Krankenhaus sagen,
Wir werden seit Jahren schlecht bezahlt, aber natürlich machen wir diese Überstunden. Das zeichnet starke Gesellschaften, das zeichnet Solidarität aus. Aber es kann nicht sein, dass diese Solidarität immer nur von einigen in der Gesellschaft getragen wird, sondern diese Solidarität braucht alle Menschen. Und deswegen ist es Zeit, auch was zurückzugeben. An die Pflegekräfte in unserem Land, an diejenigen, die in schwierigen Momenten da sind, in Altenheimen oder auch, wenn das Wasser knapp wird, in den Wasserwerken Tag und Nacht bereitstehen. Das bedeutet Miteinander, das bedeutet starke Demokratie. Und all das findet vor Ort statt, in der Kommune. Und auch darum geht es am Sonntag. Um starke Wasserwirtschaft, um starke Verbindungen zu denjenigen, die vor Ort die Arbeit leisten. An der Kasse, im Supermarkt, in den Kitas und ja, insbesondere in den Pflegeheimen. Ein bisschen Applaus reicht nicht aus. Sie brauchen eine bessere Bezahlung. Und dann kann Bonn was ganz Besonderes leisten. Und Katja und ich hoffen, dass wir mit den nächsten 45 Minuten auch noch den letzten hier auf diesem Platz, und vielleicht erzählen Sie es ja noch ein bisschen weiter, überzeugen können, dass hier richtig ein Wechsel nicht nur nötig ist, sondern dass er was Neues schaffen kann, dass er verändern kann, weil auch das Corona gezeigt hat. Manchmal gehen die Dinge ganz schnell, wenn man anpackt. Wenn man alle in der Stadt, wenn man alle im Land einlädt, mitzumachen. Wenn man nicht im Rathaus ist und sagt, jetzt bin ich hier die Chefin. Und wer das noch nicht verstanden hat, der ist ein bisschen blöde. Sondern der einlädt zu Bürgerforen, der einlädt, gemeinsam den Stadtteil zu gestalten. All das ist am Sonntag hier in Bonn möglich. Und Sie, ihr, könnt ein bisschen Geschichte schreiben, weil eine grüne Oberbürgermeisterin, das hat es in dieser Republik noch nie gegeben. Und ja, wir stehen auch noch an anderen Orten in der Stichwahl. Ich war in Aachen, also strengt euch ein bisschen an, ja, und macht eurer Stadt dann am Sonntag die Ehre, dass Bonn die Stadt ist, die dann auch eine grüne Oberbürgermeisterin hat als alte Bundeshauptstadt und als die Stadt, die zeigen kann, Veränderung ist das, was wir drauf machen, weil Veränderung Bonn stark macht. Und da noch nicht ganz alle überzeugt sind, würde ich sagen, Katja, wir machen noch ein paar Fragen und Antworten jetzt gemeinsam. Also alles, was ich nicht weiß zu Bonn, beantwortet logischerweise Bonn. Und alles, was sowieso Katja über die Republik weiß, beantwortet auch Katja. Und falls Sie dann noch eine Frage zu irgendwas in Berlin haben, können Sie die gerne auch an mich stellen. Ich freue mich draus. Danke, Katja, dass ich wieder in Bonn sein darf und das an dem letzten Sommerabend, der uns wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen noch zur Verfügung steht. Herzlichen Dank. Danke, Annalena. Ganz vielen Dank, Annalena Baerbock. Und du hast es schon gesagt, wir wollen sozusagen nicht unter uns bleiben und unter uns diskutieren, sondern Kraft haben, dass ich nach so vielen Jahren wieder Lust auf Politik habe und Lust auf Veränderung. Und das ist ein wirklich gutes Gefühl. In der Politik geht es ja nicht nur um gute Gefühle, sondern auch um Programmatik. Sie haben viele Sachen schon angesprochen. Mich bewegt ganz besonders die soziale Gerechtigkeit, die viele Facetten hat. Aber mal ganz konkret gefragt, gibt es mir und am Stadtteil, den ich oder das ich sehr gut kenne. Vor annähernd 30 Jahren bin ich da zur Schule gegangen. Und ich merke aber nicht, dass es in den 30 Jahren zu großen sozialen Veränderungen gekommen ist. Es gibt jetzt bauliche Veränderungen, das ist aber Kosmetik. Ich frage ganz konkret nach dem Stadtteil Tannbusch. Was sind Ihre Ideen, dort für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen und wieder für eine Integration des Stadtteils ins Stadtgefüge? Weil es wird ja heute noch von vielen gemieden. Mhm.
Also ich bin tatsächlich als Bundestagsabgeordnete viel in Tannenbusch unterwegs gewesen, weil ich genau meine, dass wir gegen diese soziale Spaltung, die wir eben auch in unserer Stadt haben, angehen müssen. Wir haben von den Wohlfahrtsverbänden hier in Bonn unlängst einen Bericht bekommen zur Teilhabesituation und zur Armutssituation von Kindern in unserer Stadt. Und dieser Bericht zeigt eben deutlich, dass wir eine gespaltene Stadt sind, genau wie Sie das beschrieben haben, mit Stadtteilen, in denen es kaum Kinderarmut gibt und Stadtteilen, in denen wir bis zu 60% oder auch darüber hinaus Kinder haben, die aufgrund ihrer Armutssituation kaum Teilhabechancen haben. Und ich glaube, so eine Frage kann man gar nicht mit einer einfachen Antwort beantworten, sondern da muss eben ganz viel passieren. Ja, der eine Punkt ist sicher die Frage von Quartiersentwicklung, von Schaffung von Wohnraum, dass eben eine Vermischung auch stattfinden kann, dass Menschen gerne in Tannenbusch wohnen. Und ich weiß, dass sehr, sehr gute soziale Arbeit in Tannenbusch geleistet wird, insbesondere auch für Jugendliche, beispielsweise über die Dr. Moroni Stiftung, aber auch über das Quartiersmanagement, das Haus Vielenbusch beispielsweise, das ja auch noch relativ jung ist. Ich finde beispielsweise, dass man auch das Haus Vielenbusch stärken muss, weil das wirklich ein tolles Familienbildungszentrum in Tannenbusch ist und eine tolle Arbeit leistet in die Breite hinein. Und dann kommen wir natürlich zum der ganzen Fragestellung Bildung. Ja, als zentraler Schlüssel auch für Teilhabe. Für mich ist die Haupterkenntnis eigentlich aus dem Bericht der Wohlfahrtsverbände, dass wir sehr genau gucken müssen und auch Ungleiches ungleich behandeln müssen. Also da, wo besondere Bedarfe bestehen, wo die Kinder besondere Unterstützungsnotwendigkeiten haben, da müssen wir als Stadt auch den Mut haben. Wir gehen nicht mit der Gießkanne über alle Stadtteile, über alle Stadtviertel, sondern wir investieren da besonders viel, wo es eben besonders Not tut. Und das ist politisch tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, weil in den Stadtteilen, wo es politisch eigentlich wenig Not tut, da sitzen die Eltern, ja, zu denen ich ja auch gehöre, ja, die eine laute Stimme haben und immer das Beste einfordern können. Und in den Stadtteilen, wo eben große Not ist, gibt es häufig Familien, die das gar nicht so artikulieren können. Und deshalb ist es die Aufgabe der Politik, genau das zu tun, das zu identifizieren und dann auch da vor Ort gezielt zu investieren. Einer Sache wollte ich mich anschließen bei dem Vorredner, nämlich die Aussicht auf einen Wechsel zu den Grünen hin hat auch mich so etwas aufgerüttelt und wieder in Bewegung gebracht, zumindest mich lokalpolitisch zu engagieren. Jetzt eine Frage an Sie, Frau Dörner. Sie, wenn Sie dann in der nächsten Woche Ihren Schreibtisch eingerichtet haben im Stadthaus, von dem Sie ja sagen, es wäre nicht so wahnsinnig schön, glaube ich, kommt ja eine etwas größere Aufgabe auf Sie zu. Nämlich, ich habe mir erzählen lassen von Leuten, die sich auskennen, dass diese Stadtverwaltung nicht unbedingt immer ihrem Chef, ihrer Chefin zuarbeitet. Also, wie wollen Sie denn die Hürden überwinden? Wie wollen Sie auf die Leute im Stadthaus, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, 6.000 sind Ihnen dann unterstellt, wie gehen Sie auf die zu? Was wollen Sie anders machen? Und wie wollen Sie verhindern, dass nicht vieles von guten Absichten blockiert wird? Also zum einen werde ich meinen Schreibtisch noch nicht nächste Woche da einnehmen, sondern Anfang November. Das heißt, ich habe noch ein paar Wochen Vorbereitungszeit. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, die ist ja sehr relevant. Die Frage, wie führt man eine solche Stadtverwaltung? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass diese Stadtverwaltung wieder eine Führung bekommt, ja, die auch eine klare Vorstellung hat, wohin es mit dieser Stadt gehen soll. Und das hat nämlich in den letzten Jahren in dieser Stadt gefehlt. Sehr, sehr viel klein, klein, ein bisschen an der Stelle, an der anderen Stelle, ja, aber keine große Vorstellung, wohin es mit der Stadt gehen soll und auch nicht, ja, in den einzelnen Themenbereichen, wo soll es beispielsweise in der Verkehrspolitik hingeht. Und dann setze ich, wie ich das auch in meinen vorherigen Tätigkeiten getan habe, sehr auf Kooperation. Ich habe einen Verwaltungsvorstand mit einer ganzen Reihe fähigen Dezernentinnen und Dezernenten und mit denen, ja, werde ich mich sehr eng zusammenschließen und mit denen werde ich analysieren, ja, was hat in
in den letzten Jahren geklappt, was hat auch nicht geklappt und was können wir da besser machen? Mein Eindruck in den letzten Jahren, ich habe mit den unterschiedlichsten Ebenen in der Stadtverwaltung zusammengearbeitet als Bundestagsabgeordnete. Das sind eine ganze Reihe sehr motivierter Menschen, die ihre Ideen gerne einspeisen möchten, die aber mit den Ideen niemals nach oben kommen. Und das wird es mit einer Oberbürgermeisterin Katja Dörner so eben auch nicht mehr geben. Hallo. Hallo. Ich habe eine Frage im Bereich Energiewende und Mobilitätswende an die Frau Baerbock. Und zwar der aktuelle Referentenentwurf zur EEG-Novelle ignoriert wichtige EU-Vorgaben und riskiert Vertragsverletzungen zulasten des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Ich bringe mal ein Beispiel. Die EU-Richtlinie sieht unter anderem einen Anspruch auf Eigenverbrauch vor. Darüber hinaus sollten zukünftig keine Abgaben und Umlagen auf Eigenverbrauch aus erneuerbaren Anlagen bis 30 Kilowatt mehr erhoben werden dürfen. In Deutschland wird der solare Eigenverbrauch aktuell jedoch bereits bei Anlagen ab 10 Kilowatt Leistung mit 40% EEG-Umlage belastet. Auch Regelungen für gemeinschaftlichen Eigenverbrauch oder Energiegemeinschaften fehlen. Liebe Frau Baerbock, werden Sie da ein bisschen intervenieren und dementsprechend die Mobilitätswende und auch die Energiewende vorantreiben, sowie den Ausbau des Ladestromnetzes vorantreiben, auch den Ausbau der erneuerbaren Energien in Bezug auf Firmen vorantreiben, weil, das wissen die wenigsten, es gibt nur begrenzte Möglichkeiten, wenn ein Dach ausgestattet wird mit solaren Energien, das ins Netz einzuspeisen. Also das kommt darauf an, wie viel Kupfer etc. dann im Boden vorhanden ist. Und da kommen wir ganz schnell an Grenzen des Energieausbaus. Also ganz viele Themen auf einmal. Bitte. Ja, vielen Dank. Vor allem vielen Dank für Ihre Frage, auch in der Vielfalt. Das zeigt, wie stark es bei der Energiewende wirklich drückt, weil über Jahre Dinge verschleppt wurden, nicht getan wurden und wir jetzt beim letzten Punkt Elektromobilität und Ladesäulen vor der absurden Situation stehen, dass Menschen sagen, ja, wir wollen umsteigen, wir wollen unseren Beitrag für klimaneutrale Mobilität selber machen und dann fehlt es an Ladesäulen und das ist politisches Versagen an der Stelle und das muss sich ganz, ganz dringend ändern. Und mit Blick auf die EU-Verordnung, auch wenn das jetzt vielleicht nicht alle so auf dem Schirm haben, ist eigentlich auch egal, was es genau für eine Verordnung ist. Es zeigt aber, dass das, was uns gerne auch erzählt wird, auch von Seiten der Bundesregierung erzählt wird, ja, Deutschland ist ja immer der Vorreiter, ja, und wir können ja nicht so schnell gehen, weil alle anderen nicht hinterherkommen, dass das leider nicht mehr der Fall ist. Das war einmal, so könnt ihr so ein kleines Stück auseinandergehen, weil dann sehe ich die da. Danke. Das war einmal so, aber das ist jetzt leider nicht mehr so, sondern nicht nur der Ausbau der erneuerbaren Energien wird verschleppt, sondern die Bürgerenergiewende. Das war ja die ganze Idee, als wir damals das EEG eingeführt haben. Nicht die großen Konzerne allein, die profitieren von der Energie und können damit auch die Preise und alles anders bestimmen, sondern die Energiewende in Bürgerinnen und Bürgerhand. Das war das Herz damals vom EEG. Und dieses Herz müssen wir dem EEG zurückgeben, weil es war kein Zufall, dass all das, was Sie jetzt angesprochen haben, wenn man sich eine Solaranlage aufs Dach baut, dass man dann auch wirtschaftlich profitiert. Und es gibt leider nach wie vor große Interessen in unserem Land. Als die Geschichte nämlich nicht mehr gestimmt hat, Solarenergie ist ja so teuer, das können sich nur einige Menschen leisten, sondern man gemerkt hat, dass Solarstrom so günstig geworden ist, dass sich das eigentlich jeder nicht nur leisten kann, sondern dass es ökonomisch auch noch Sinn macht, hat die Bundesregierung leider diese irrsinnige Regelung eingeführt, dass man für seinen Solarstrom auf dem Dach dann auch noch eine Steuer zahlen muss. Wir nennen das Sonnensteuer. Das ist, als wenn man eine Apfelbaumplantage hat und auf den Apfel muss man dann auch eine Mehrwertsteuer draufzahlen. Das ist einfach absurd und die EU ist hier deutlich weiter und das, was Sie zitiert haben, muss daher endlich in deutsches Recht umgesetzt werden. Und dann geben Sie bei, um es wieder lokalpolitisch zu machen. Das kann man nämlich dann schon vor Ort machen. Katja hat vorhin die Solarflächen hier auf den Dächern angesprochen. Wenn es der Bund schon derzeit nicht will,
12 Monate haben wir noch mit der Bundesregierung, vielleicht wird danach alles anders. Aber wenn es der Bund nicht will, dann gehen viele Kommunen, gehen viele Städte ja auch voran. Baden-Württemberg zum Beispiel hat eine Ladesäuleninfrastruktur für Baden-Württemberg ausgebaut und jetzt mit verfügt, dass bei allen Neubauten Solaranlagen automatisch mit aufs Dach gebaut werden müssen. Das ist nämlich nicht mehr teurer. Das lohnt sich, wie gesagt, für die Menschen, die danach drin wohnen. Und das sind so Sachen, die kann man auch vor Ort machen, bei Neubauten, gerade bei öffentlichen Gebäuden, automatisch Solaranlagen dann mit aufs Dach. Und dann ändern wir noch den Mieterstrom an der Stelle und dann dürfen wir in Zukunft auch noch die Mieter profitieren. Und dann sind wir auch immer wieder dabei, dass das dann soziale Ungerechtigkeit entgegenwirken kann durch erneuerbaren Strom. Bonn und habe eine ganz konkrete Frage zum Mellbad, wie da der Sachstand ist. Wird das wieder restauriert oder renoviert? Und da möchte ich gerne Bescheid wissen drüber. Okay, danke. Zum Mellbad. Also es gibt ja einen klaren Ratsbeschluss, dass das Melbad als Freibad erhalten bleibt. Da gibt es auch gar nicht dran zu rütteln. Es ist auch ganz wichtig, dass da nicht irgendeine Art von Missverständnissen drüber kommuniziert werden. Das muss jetzt natürlich saniert werden durch ein Starkregenereignis. Hat es da ja auch größere Beschädigungen gegeben, sodass es gar nicht wieder aufgemacht werden konnte. Wir haben eine Diskussion über die Frage, ob am Rande des Melbads gebaut werden kann. Da gibt es jetzt ein Bürgerbegehren zu. Da werden jetzt die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt befragt, wie sie dazu stehen. Ich sage, wir brauchen, habe ich eben ausgeführt, dringend öffentlich geförderten Wohnraum. Das Projekt, das da verfolgt wird, wird von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, also unserer FEBOWAG, in Angriff genommen. Und ich persönlich stehe dem Projekt positiv gegenüber. Wir müssen immer abwägen, ja, wenn wir neu bauen, Klimafragen, ökologische Fragen und natürlich die Frage Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Und an der Stelle ist sehr klar, ja, die Klimaeffekte sind sehr überschaubar. Wir bauen auf eine bereits versiegelte Fläche. Die Verkehrsanbindung an der Stelle ist sehr gut. Und deshalb meine persönliche Meinung an der Stelle und auch die Meinung der Grünen hier in Bonn ist, dass man dieses Projekt angehen sollte. Wir müssen mit der FEBOWAG darüber sprechen, dass es beispielsweise Fassadenbegrünung und all solche Möglichkeiten gibt, dieses Gebäude auch attraktiv zu gestalten. Aber meines Wissens ist die FEBOWAG da auch sehr gesprächsbereit. Liebe Katja, hier vorne, rechts, nach hier. Hallo. Erstmal ganz liebe grüne Grüße aus Thüringen. Es ist unglaublich toll, was ihr hier für eine Energie auf die Straße bringt. Ich bin unglaublich beeindruckt. Aber natürlich auch eine inhaltliche Frage. Ich bin zu Gast hier. Ich sehe, ihr habt hier Wohnungslosigkeit als ganz großes Thema, wenn ich durch die Straßen laufe. Wie willst du dem begegnen? Und noch viel wichtiger, wie willst du verhindern, dass Wohnungslosigkeit entsteht? Also verhindern natürlich, indem wir bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ich habe mich erst vor einer Woche, 10 Tagen, mit den Trägern der Angebote für Wohnungslose hier in Bonn auch noch mal getroffen. Ich bin seit vielen Jahren mit denen in einem ganz intensiven Austausch. Und es ist erstmal klar, als Basis müssen wir bezahlbaren Wohnraum schaffen, damit möglichst wenig Menschen überhaupt in die Situation kommen, nicht in Wohnraum auch vermittelt werden zu können, wenn sie ausziehen müssen. Es gibt ja da die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen eben auch aus so einem Netz fallen. Wir haben aber auch die Problematik, wie du sie beschreibst, deutlich größere Anzahl von Menschen, die auf der Straße leben, sicher auch nochmal durch Corona forciert. Und das bedeutet für mich, dass wir auch die Kapazitäten beispielsweise in unserer Notunterkunft ausbauen müssen. Wir brauchen aber auch eine bessere Kooperation mit der LVR-Klinik, mit
der gemeindenahen Psychiatrie beispielsweise, weil ein Großteil der Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, sind Menschen, die eine psychische Erkrankung haben. Und deshalb müssen wir diese Dienste und diese Hilfsleistungen, die es in der Stadt gibt, miteinander noch besser verschränken, um da wirklich ein gutes Netz zu schaffen, um möglichst Wohnungslosigkeit zu verhindern. Auf der einen Seite bezahlbaren Wohnraum schaffen, auf der anderen Seite aber auch mehr Kapazitäten, um den Menschen dann unmittelbar zu helfen. Und wir brauchen auch insbesondere mehr Kapazitäten für einige besondere Gruppen, nenne ich das jetzt mal. Ja, wir haben deutlich zu wenig Betten für Frauen. Das ist ein sehr großes Problem. In den letzten Jahren ist der Anteil der Frauen unter den obdachlosen Menschen in Bonn sehr rasant gestiegen. Da gibt es viel zu wenig Angebote. Und auch die Kinder und Jugendlichen haben in Bonn noch zu wenig Angebote. Das sind so zwei Gruppen, wo ich finde, da müssen wir auch noch mal ganz gezielt ran. Danke schön. Ich bin ein bisschen so aufgeregt, deswegen sollte ich aufstehen, aber muss ich sitzen bleiben. Ich freue mich, dass in Bonn ein Wechsel wird erleben. Ich komme aus Aserbaidschan, dort gibt es keine Demokratie, wie in Belarusland, wie in Russland. Seit 20, 30, 50, 60 Jahren, die Diktatoren sitzen dort. In Bonn gibt es jetzt einen Wechsel, eine junge Dame, wie meine Tochter. Sie kann Bundeskanzler werden in Zukunft, aber heute... Nee, das ist diese junge Dame. Ja, diese. Das verwechseln Sie jetzt. Okay. Wunderbar. Sie sind bald. Wenn sie Bundeskanzlerin wird, dann sie werden Vizekanzlerin sein. Ich wünsche das. Bitte seien Sie, wir sind da, seien Sie bloß offen wie heute. Ich war einmal eingeladen ich war Diplomat hier in Bonn, wurde ich nach Berlin eingeladen zum Steinmeier. Er hat wissenschaftliche Beirat organisiert für UNO Generalsekretär. Bin ich dort? Ich wünsche, dass in Bonn bei dir, liebe Katja, ein Bonner freiwilligen Parlament entsteht bei dir, dass wir für dich immer arbeiten, kostenlos, freiwillig, dass du beste Variante und mit Bonn so viel Erfolge erreichen, damit wir dann für Menschheit, nicht nur für Europa, für Deutschland, sondern für Menschheit auch erste Welt Klimaparlament hier organisieren. Klimaparlament. Ob das jetzt unsere nächste Bundeskanzlerin antwortet auf diese Frage, das werde ich mich sehr. Vor zwei Wochen der grüne Vorsitzende hat auf diese Frage 2-3 Minuten geantwortet. Jetzt bitte dieses Mal, damit wir unsere Katja dieselbe Dame. Nein, vor dem Mann. Ich habe den Mann. Ja, Robert Habeck, mein Co-Vorsitzender, genau, ja. Ja, er hat auf die Frage geantwortet. So eine hübsche Dame habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Die Dame ist sehr hübsch, unwahrscheinlich. Das sage ich ihm, dass Sie ihn nicht so hübsch fanden. Er wird ja traurig sein, glaube ich. Antworten Sie, geben Sie uns hübsche Hoffnung, damit Bonner nicht nur 51% Katja wählen, sondern ein bisschen 52%. Die sind jetzt sehr spannend. Kopf-an-Kopf-Rennen ist da. Das habe ich bemerkt. Voriges Mal habe ich Sridhar angewählt. Jetzt habe ich jetzt ganz gewechselt. Er wird jetzt. Gute Wahl, würde ich sagen. Für mein Parlament, hier habe ich übrigens schon einen Namen. Und ich nenne das einfach mal Stadtrat. Aber das Klimaparlament finde ich eine richtig gute Idee. Ja, da kann nämlich Bonn als Sitz des UN-Klimasekretariats ganz sicher auch noch Beratung bieten und brauchen. Ja, wir haben uns tatsächlich ähnliche Gedanken gemacht wie Sie, weil wir in einer Zeit leben, wo man merkt, dass politische Debatte
dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir die haben, weil es gibt so viele Facetten, wo es wichtig ist, ganz unterschiedliche Leute zu hören. Also jedenfalls, mir hat das bei Corona auch nochmal so deutlich gemacht. Ich habe in den ersten Wochen, als wir diesen Shutdown hatten, noch nie so viel mit unseren Parteimitgliedern telefoniert, und zwar mit Leuten von der Basis, aber auch bei uns, Claudia Roth, Reinhard Bütikofer, weil wir merken plötzlich alle, da sind Themen auf dem Tisch, über die haben wir noch nie vorher gesprochen. Also diese Frage, wenn wir in der Gesellschaft abwägen müssen, wir müssen gewisse Bereiche zumachen und andere können offen bleiben. Wofür entscheiden wir uns? Über EEG und Klimaschutz, da wissen wir überall, wer hat welche Position. Aber über solche Fragen, solche schwierigen Abwägungsprozesse, das hat uns auch nochmal gezeigt, wie wichtig der Dialog, der Austausch ist. Weil wir zum Beispiel mit kleinen Kindern, wir haben nach ein paar Wochen gesagt, wir können einfach nicht mehr, das geht nicht. Homeoffice, kleine Kinder zu Hause, Kita-Alter, meine Tochter hat fast die Wohnung zerlegt. Und jedes Mal, wenn ich gedacht habe, Mädel, es geht nicht mehr, habe ich gesagt, geh bitte raus in den Garten. Und dann sich vorzustellen, manche Leute haben keinen Garten. Wir sind da sehr schnell zu dem Schluss gekommen, es kann nicht sein, dass wir in solchen Momenten Kitas und Schulen als erstes schließen. Das ist fatal für eine Gesellschaft in so einer Situation. Und das war aber unsere Lebenslage. Ja? Und dann haben wir Telefonate geführt mit anderen aus unserer Partei, die ihr Alter hatten. Und die haben gesagt, es ist richtig, dass ihr euch um die Kinder und die Jugendlichen kümmert. Aber überlegt mal, wie es gerade für einige von uns ist. Wir haben seit 3 Wochen auch in Bundesländern wie Bayern, wo man keinen sozialen Kontakt haben durfte. Wir haben seit Wochen niemand mehr gesehen. Und es hat gezeigt, wie wichtig es ist, gerade solche Themen über Generationsgrenzen hinweg anzusprechen. Und das betrifft eigentlich alle Themen, gerade auch das Klimathema. Und deswegen zurück auf Ihre Frage. Wir haben in dieser Zeit als Grüne unser Grundsatzprogramm nochmal überarbeitet und genau sowas aufgegriffen. Und deswegen unser Vorschlag für die nächste Bundestagswahl und dann auch für die nächste Bundesregierung, einen Bürgerrat mit einzurichten, dass bei wichtigen zentralen gesellschaftlichen Fragen per Losverfahren gelost wird, dass Bürgerinnen und Bürger eben bei solchen wichtigen Entscheiden mitdiskutieren, mitgehört werden und dann auch Zukunft gemeinsam mitentscheiden werden. Als kleine Ankündigung, das wird jetzt die letzte Frage. Ja, hallo. Erstmal auch herzlichen Glückwunsch von mir. Und ich als linke Person in Bonn, ich wurde politisiert hier in Bonn, leider nicht durch den Stadtrat oder durch den Oberbürgermeister, sondern durch eine linke politische ehrenamtliche Szene hier in Bonn, die in den letzten 5 Jahren so viel größer geworden ist. Wir sind so viel mehr Menschen geworden. Wir haben mit der alten VHS ein linkes Zentrum, das wir mit 2 weinenden Augen wahrscheinlich aufgeben müssen für einen Kindergarten. Aber da sind wir auch irgendwie dabei. Wir hoffen auf den Stadtrat und auch auf Sie, neue linke Räume zu finden, wo wir uns treffen können. Und ich habe Sie natürlich gewählt. Ich habe trotzdem links in den Stadtrat gewählt. Und weil die Grünen im Stadtrat die letzten Jahre nicht so gut performt haben in meinen Augen. Ich frage mich, wie ein linkes Bündnis im Stadtrat unter Ihrer Führung aussehen wird, vor allem auch in Bezug auf das Ehrenamt, in Bezug auf eine zivile linke Szene. Danke. Also zum einen freue ich mich sehr, dass wir jetzt als Grüne die stärkste Ratsfraktion stellen, weil das natürlich bedeutet, dass die politischen Inhalte, die uns wichtig sind, ja, jetzt wirklich noch mit mehr Women Power und Manpower nach vorne gebracht werden können. Und das werden wir natürlich die nächsten Jahre tun. Wir haben keine irgendwie geartete Koalitionsaussage in dem Sinne gemacht. Wir haben auch noch mit gar keinen anderen Parteien gesprochen. Aber ich freue mich, ich habe das ja eingangs gesagt, dass sowohl die Linken als auch die SPD mich als Kandidatin unterstützen. Und mit diesem Vorschussvertrauen werde ich auch sehr pfleglich umgehen. Und ich selber finde es beispielsweise großartig, was die alte VHS auf den Weg gebracht hat, aber auch, dass wir in Bonn beispielsweise hier auf diesem Platz eine Black Lives Matter
Demo, an der ich auch teilgenommen habe, innerhalb allerkürzester Zeit organisieren konnten. Und das finde ich total wichtig, ja, dass die Zivilgesellschaft sich zu solchen zentralen politischen Fragen in Bonn auch artikulieren kann. Und von meiner Seite aus, ich kenne natürlich die Problematik mit der alten VHS und freue mich, dass Sie sagen, ja, mit zwei weinenden Augen können Sie das auch mitmachen. Die alte VHS ist zur Zwischennutzung gegeben worden und wir Grünen haben uns immer sehr dafür eingesetzt, dass wir hier in Bonn eine Zwischennutzungssatzung haben, dass wir sowas überhaupt möglich machen, dass Gebäude eben zivilgesellschaftlich genutzt werden können und deshalb ist es auch gerade so wichtig, dass wenn dann der Kindergarten da reinkommt, natürlich die Zwischennutzung da nicht bleiben kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Akzeptanz von so einer Zwischennutzungsmöglichkeit überhaupt, aber die ganz klare Zusicherung, dass ich als Oberbürgermeisterin mich mit aller Werbe dafür einsetzen werde, dass es einen guten, neuen Platz auch für die Initiativen gibt, die jetzt in der alten VHS untergebracht sind und da so unheimlich viel Wichtiges für unsere Gesellschaft und für die Stadtgesellschaft insgesamt auf den Weg bringen. Das war die letzte Frage. Das heißt für uns, wir sind auf der Zielgeraden angekommen unseres heutigen Abends. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die rege Teilnahme heute Abend, trotz Dunkelheit und trotz beginnenden Bibberns. Ich freue mich sehr und mein ganz klarer Wunsch an Sie und meine Bitte, ja, das wird sehr, sehr knapp. Am Sonntag, es kommt wirklich auf jeder an, es kommt auf jeden an. Gehen Sie wählen, ja, nehmen Sie Ihre Schwestern mit, Ihre Ehemänner, Ihre Schwiegermütter, alles, was Sie haben. Und wer Lust hat, die Grünen zu wählen, beziehungsweise an der Stelle Katja Dörner zu wählen, der möge und die möge das bitte tun. Ich zähle auf Sie, dass wir wirklich den Wechsel schaffen. Bonn braucht den Wechsel und zusammen kriegen wir diesen Wechsel auch hin. Bitte gehen Sie wählen. Ich möchte das, liebe Katja, noch mal mit unterstreichen, auch wenn ich dann, genau wie Sie, zwei weinende Augen haben werde, aber das werden wir verkraften. Wir haben auch noch andere starke Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker, aber wir haben in diesem Moment nicht eine andere Katja Dörner, die Oberbürgermeisterin einer großen, großen Stadt werden kann, die zeigen kann, ja, Menschen machen Veränderung. Es kommt darauf an, wer an so einer Stadt wirklich an der Spitze steht. Ob man auf der Demo mit dabei ist, ob man die einzelnen Menschen sieht, wenn es um Kitas geht, ob man sieht, was das für Alleinerziehende bedeutet, wenn eben vor Ort kein Kita-Platz frei ist. Das bedeutet, dass man eine Stadtspitze braucht, die empathisch ist, die nicht nur, Sie haben das richtig angesprochen, viel Verwaltung macht, was man auch können muss. Natürlich muss man das können. Aber die auch hinter jedem Verwaltungsvorgang sieht, dahinter stehen Menschen. Das betrifft Menschen. Die mal da ist, wenn eine Initiative sagt, Mensch, uns fehlen hier noch 10.000 Euro. Können wir das nicht irgendwie mobilisieren? Die kreativ ist und im Zweifel Crowdfunding mitorganisiert. All das braucht man, um in Städten wirklich Veränderungen zu machen. Und da so viel möglich ist in dieser Stadt, in diesem Land, braucht es jetzt eigentlich nur noch den Mut, diesen Wechsel auch zu wählen. Und es macht einen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau an der Spitze steht, die sagt, ich führe diesen Wechsel an. Ich führe diese Veränderung an. Wir sehen das in Städten wie Kopenhagen. Wenn vorne jemand ist, der den Mut hat und sagt, Fahrradstadt, wir wollen die klimaneutralste Stadt sein. Und ich stehe hier als Person mit meinem ganzen Namen und führe diese Bewegung an, dann bewegt sich was vor Ort und Katja führt die Bewegung für Bonn an, für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und für ein starkes Miteinander, wo Kinder gesehen werden. Und ja, rufen Sie Ihre Freundin an, rufen Sie Ihre Schwiegermutter an, rufen Sie, ich sage das jedes Mal, Ihren Ex-Mann an, Ihren Ex-Freund an, sagen lange nichts gesehen, aber diesmal braucht es jede Stimme, damit Sie sich dann nicht ärgern, Sonntagnacht und sagen, oh nein, diese 100 Stimmen hätte ich auch noch mobilisieren können. Es wird verdammt knapp, daher kommt es auf jede Stimme an. Wir zählen auf Sie, Bonn zählt auf Sie und ehrlich gesagt, das ganze Land zählt auf Sie für die erste grüne Oberbürgermeisterin, Katja Dörner. Katja, alles, alles Gute. Ich würde dich gerne drücken.
Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg oder wo immerhin Sie sich jetzt hinbewegen wollen. Bitte denken Sie daran, wenn Sie aufstehen, die Masken anzuziehen und einen schönen Abend allen. Und dann bis zum 27. Bis bald, bis wann auch immer. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.